Gut, können wir weitermachen. Ich habe jetzt da gerade ein paar Fragen gehabt, die habe ich schon zwischendurch, da habe ich gesagt, da ist eine so interessant, die ich ganz kurz abhandeln will. Und zwar, warum ist immer das Ganze, wieso macht man dann diesen Traum, wieso muss man in die Vergessenheit gehen? Und da schauen wir uns ganz kurz das Wort Fatum an. Das ist das Schicksal, das Geschick, der Götterspruch, die Bestimmung. Es ist also so, wenn du jetzt ein Schauspieler bist und du gehst auf eine Bühne und du spielst eine Rolle. Eine Rolle. Und du wirst jetzt zum Beispiel angeschossen. Dann spielst du die Schmerzen. Du spielst einen Liebhaber, du verliebst dich in eine Frau auf der Bühne. Dann ist das natürlich nur gespielt, außer als Schauspieler verknallst du dich in die Schauspieler, weil das ja ein Spiel zwischen Masken ist. Und Masken haben ja keine Gefühle. Und der Schauspieler, der eine Maske spielt, der eine Maske trägt, der spielt ja die Gefühle bloß. Den Schmerz, die Freude, innerlich ist ihm das relativ gleichgültig. Es ist halt die Rolle, die er spielt. Das heißt, die Gefühle sind, wenn du ein bewusster Schauspieler bist, unecht. In dir selber bist du vollkommen apathisch. Apathisch heißt nicht leidend, auch nicht freund, gleichgültig. Und darum gehst du in die Vergessenheit. In dem Moment, wo du vergessen hast, dass du bloß eine Maske trägst, dass du bloß der Schauspieler bist, bist du diese Rolle mit allem, was dazugehört. Und dann kannst du echte Freude, echte Gefühle, echte Hunger, aber zwangsläufig auch echten Schmerz spüren. Und umso größer der Schmerz wird, umso größer wird die Freude, wenn du dieses Gegenteil im Extrem getrieben vereinigst. Das ist die Symbolik der Folter und der Kreuzigung am Zentrum. Sonst kommst du nicht rein. Das ist der extremste Schmerz und die höchste Freude. Altes Beispiel von mir, dass die reinen Bilder neutral sind. Das heißt, wir nehmen nur, nochmal als Beispiel, nur das Gesicht. Ich zeige dir nur die Aufnahme, die Bilder. Mir kommen jetzt das nächste Thema, ist echte Bilder oder falsche Bilder. Ich zeige dir das Gesicht einer Frau, beziehungsweise von zwei Frauen, die denselben Gesichtsausdruck haben. Die eine bringt gerade ein Kind auf die Welt und die andere hat den geilsten Orgasmus der Welt. Und du wirst feststellen, wenn du nur die Gesichter siehst, du kannst nicht sagen, welches der Gesichter die Geburt ist, die Schmerzen sind oder welches die Freude sind. Du siehst zwei Frauen, die heulen. Die machen wir jetzt vielleicht einmal im Gesichtsfeld real. Es laufen echte Tränen ihr das Gesicht runter, die sitzt da und jetzt sage ich dir den Hintergrund. Die eine hat gerade erfahren, dass ihr Sohn gestorben ist, einen tödlichen Unfall gehabt hat und die andere saut sich zum 20. Mal vom Winde verweht an, weil der Film so schön ist. Wenn das weh tut oder wenn das schlimm wäre, wird es das nicht ständig wiederholen. Was mir darum geht, dass die Reaktion der Masken die gleiche sind. Es hängt immer in Verbindung mit einem Kontext. Realisieren kannst du nur in der Vergessenheit, wenn du ich bist, bist du total apathisch. Das ist eigentlich die Nulllinie. Das ist eigentlich auch wieder, du musst auch einen Preis für die Wiederauferstehung zahlen, aber das dann doch wieder nicht, weil ich ja eigentlich du bin, bloß auf einer höheren Ebene sage ich, alles, was du magst, erlebe eigentlich ich. Ein Gedanke von mir kann nichts erleben. Ob ich jetzt als du irgendeinen Fremden oder mich selbst, das ist alles, ich denke es doch aus, wie oft sage ich euch das? So, und jetzt machen wir hier als erstes, wir gehen jetzt einmal hier rein in die Fakten. Echte Bilder. Und ihr merkt jetzt schon, was Fakten sind. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache und die kommt immer aus dir. Ein Faktum ist jetzt, da ist entweder ein realer Mensch im Gesichtsfeld oder ein Pixelmännchen, je nachdem, wer du jetzt zu sein glaubst und auf welcher Seite du bist. Und du musst dir nur bewusst machen, was jetzt da ist, wenn du eine Zeitung in der Hand hast und nachher durchschaust du die Illusion. Das ist so oft, das wiederhole ich nicht hier. Physik in 0.Gott ist ganz am Ende. Redo hat schöne Updates dazu reingestellt. Merkt ihr, wenn ich jetzt normal reden tue, wie verführerisch das ist, dass dir sofort wieder in dem alten Fahrwasser der Raumzeitigkeit drin hängt? Das ist jetzt die feinere Prüfung, nicht bloß, ich helfe dir ein bisschen. Und den hören wir jetzt ein bisschen an und ich kommentiere das dabei. Das ist eine ganz normale Sendung, die ist relativ aktuell. Mag sein, dass ein bisschen gesunder Menschenverstand ausreicht, um hier und... Jetzt ein alter Satz von mir steht schon in Ich bin du. Du wirst irgendwann mal erkennen müssen, dass das Pathologischste, das Krankhafteste an dem, was du Mensch nennst, das ist, was sie mein gesunder Menschenverstand nennen. Das ist das Krankhafteste, was es überhaupt gibt. Das ist ihre angebliche Logik.
Ein Computer ist logisch, aber der hat keine Ahnung, was Geist ist. Geistreich ist was ganz was anderes. Ich versuche euch das in Ansätzen erkenntlich zu machen mit dem, was ich euch erzähle. Und da eine Lüge auffliegen zu lassen, aber die enorme Qualität der digitalen Bildfälschung spielt in einer anderen Liga. Fakes in digitalen Medien sind kaum zu erkennen. Und das bedeutet, dass es schwer geworden ist, Manipulation, Täuschung, aber auch bösartige Lüge zu entlarven. Das gilt nicht nur für Medien oder Politik, sondern... Wie war das nochmal? Es gibt nichts, was in dir auftaucht. Es gibt kein einziges Bild, das in dir auftaucht, das liegen könnte. Es ist einfach nur. Lüge ist eine qualitative Definition. Ich wiederhole von gerade, ich habe es oft gesagt, ein Tierforscher ist unheimlich neugierig. Du musst jetzt dieser Beobachter, der Tierforscher von dir selber und all den anderen Dingen werden. Und der beobachtet nur... Die Neugier besteht darin, dass er versucht, wie funktioniert es, wie reagieren diese Teile, die ihn auftauchen, aufeinander, wie gehören sie zusammen, wie bekämpfen sie sich, egal was. Was ein Tierforscher niemals fragen muss, ist was richtig oder verkehrt oder gut oder böse. Das heißt, er sieht jetzt zum Beispiel, ich mache das aus der Sicht des Tierforschers, da kommen zwei Kreaturen an ein Wasserloch, dann taucht eine andere Kreatur auf und macht sich mit diesen zwei Kreaturen eins. Wenn du neutral siehst, sagst du, der muss dir zum Fressen gern haben. Das ist Liebe. Der Materialismus erklärt dir, das ist ein Gesetz von Fressen und Gefressenwerden, das ist Grausamkeit. Aber es ist wirklich Liebe, der hat es zum Fressen gern und sobald er die eine Kreatur die andere macht, werden die irgendwie eins. Setze für diese zwei Tieren Kreis und Dreieck und du kriegst einen Kegel, das ist ein Aufstieg. Jetzt mache ich einen normalen Menschen. Mit der Interpretation, da kommen zwei süße, kleine, unschuldige Gazellen und gehen an das Wasser und dann taucht plötzlich ein böses, hässliches Krokodil auf. Das wird ein Tierforscher niemals sagen, wenn er neutral ist. Das ist das Problem der Einseitigkeit, dass alles, was sich widerspricht, da kann nur eins davon richtig sein. Und dann kommt die Lüge. Bin ein Riesenlügner, ich behaupte nämlich, dieses Ding ist ein Becher und hat keinen Henkel. Bin ich ein Lügner oder gebe ich nur ein alternatives Faktum um? Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Du kannst auch hier und jetzt überprüfen, dass ein Henkel dran ist, du musst bloß deine Position verändern. In dem Moment, wo du selber die Tasse bist, wie war das nochmal, der ist gut, der ist böse, der liebe Gott. Wenn ich jetzt das Liebe rot schreibe, dann stimmt's, aber das Rote kennt ja keiner. Wenn der Gott lieb ist, dann ist er nicht böse. Und wenn nicht, du musst vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Tov v'ra. Was natürlich sehr interessant ist, weil das hebräische Wort für Gut, das schreibt sich, Moment mal, ja, ich gehe nicht in Denach. Sonst brauchen wir zu viel Zeit, wenn ich bei jedem Wort, wenn ich es bloß ansatzweise schaue. Das heißt Spiegelung, die 9, das W ist aufgespannt und B ist 2. Das ist das hebräische Wort für gut. Das nennt man Dov, da wird also das B hin W ausgesprochen. Das ist nicht Dov, sondern Dov. Die Spiegelung einer aufgespannten Polarität steht da. Du musst vom Baum der Erkenntnis, da ist schon in dem Wort gut, beginnt mit G, mit 3, ist eine aufgespannte Erscheinung. Die Synthese und die aufgespannte Erscheinung, die immer 2 sein muss. Und du musst von Gut und Böse, du brauchst Plus und Minus, wenn du willst, dass in einer Lampe ein Licht angeht. Und alle normalen Menschen, die einseitige Ziele anstreben, ich kann es nicht oft genug sagen, entheiligen sich. Das sind Leute, die eine Batterie haben, eine unendliche, diese Energie, die ewig ist, eins ist, auf der höheren Ebene, nicht dadurch nicht denkbar, Plus, Minus ist 0. Und die meinen, wenn sie alles Mögliche an Minus von sich selber bekämpfen, dann fängt das Licht zum Brennen an. Nur Plus gibt es nicht. Nur Sonnenschein wird alles zerstört. Nur Frieden. Nur Trinken funktioniert nicht. Versuch einmal nur zu trinken. Versuch nur zu essen. Du musst immer wieder diesen Wechsel haben. Und der Witz ist jetzt, das passiert nicht zeitlich. Alles gleichzeitig. Und auch für Wirtschaft, Unternehmen oder die Wissenschaften. Daten können ebenso wie Fakten überall gefälscht werden. Für die sind Fakten dogmatische Glaubenssätze. Es ist doch hundertprozentig sicher bewiesen, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne rumdreht. Der Witz ist bloß, ich gehe jetzt nicht einmal auf die Flacherde oder was ein. Der Witz ist bloß das, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Zeig's mir.
Du hast noch nie deine Küche gesehen. Zeig mir deine Küche und ich werde dir zeigen, dass du deine Küche nicht sehen kannst. Du hast doch noch nie Wetter gesehen. Darum kannst du auch Gott nicht sehen. Gott ist alles. Die Kollektion aller Kollektionen, die du dir ausdenkst. Alles Gute, alles Schlechte. Er ist nichts und alles gleichzeitig. Das ist L und Le. Implosion, Explosion. Bis ins Extrem. Und es kann verstanden werden, ich sage, es kann gewusst werden, aber nur von einem Geist, von meinem Geist. Ja, aber stehen wir deshalb gleich vor dem Bankrott der Wahrheit und der Tatsachen? Unser Thema heute bei Skobel, Fake und Fakt. Einen schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren, zum Thema Fakes und Fakten. Donald Trump war nicht der Erste und er wird sicher auch nicht der Letzte sein, der sich sogenannter alternativer und damit nach Belieben willkürlich erfundener Fakten bedient. Es ist ein reiner Dogmatismus, eine einseitige Meinung. Jetzt sind wir wieder bei dem Richter. Erinnert euch, etwas zurückspulen, wenn ihr das vergessen habt. Das ist hier und jetzt auf der DAI auch die ganze Zeit da gewesen. Der sagt, ich habe lernen dürfen bei dem RAF-Prozess, dass wenn du es mit einem Fanatiker zu tun hast, der ist mit Argumenten ist der nicht zugänglich. Wie war das dann, was habe ich dann gesagt? Du elendiger Heuchler, zieh dir zuerst einmal den Balken aus den eigenen Augen. Zieh dir das, was du für wahr hältst, was für dich den Anschein hat, aus den Augen, bevor du den Splitter in den Augen der anderen kritisierst. Was unterscheidet einen Richter der von dir jetzt ausgedachten Bundesrepublik Deutschland von einem Richter der DDR oder von einem Richter des ehemaligen von dir jetzt ausgedachten Nazireichs? Jeder hat seine, er steht auf die Rechte seines Staates, die vertritt er und die erscheinen ihm logisch. Alle drei nebeneinander gestellt sind total widersprüchlich. Zu den alternativen Fakten ist definitiv schlichtweg und immer, wenn einer sagt, der Henkel ist rechts und einer behauptet, der Henkel ist links, es kann ja nur einer von beiden recht haben. Wir kommen mal ganz kurz zu dem berühmten Bild. Wenn du jetzt nachforscht, werdet ihr feststellen, die alternativen Fakten jetzt zurückgeblättert in euren geistigen Archiven, aus das Fernsehen oder aus das Zeitung heraus, ist dieses berühmte Bild bei der Vereidigung von Trump, wo es hier definitiv heißt, du siehst vorne die Vereidigung, hinten der große Platz, da sind fast keine Menschen und Trump behauptet, es waren die meisten Menschen, die jemals bei einer Vereidigung da waren. Und dann zeigen die dieses Bild, diesen Platz und parallel dazu ein zweites Bild, wo total voll ist und dann steht drüber hier die Vereidigung von Obama und das andere Bild die Vereidigung von Trump, wo fast keiner drauf ist. Genau dieselbe Perspektive, dieselbe Kamerastellung. Das erste Mal ein Bild ist auch jetzt in dir auf. Es ist die Halluzination, dass du glaubst, das, was jetzt aus dir, aus Creatio ex nihilo, das heißt, wird übersetzt die Schöpfung aus dem Nichts. Das Nichts ist das rote N-Ich, das seiende Ich, das bist du. Und Creatio heißt genau genommen nicht Schöpfung, sondern Wahl, eine Auswahl. Die Kollektion heißt Auswahl und Selektion heißt auch Auswahl. Ich habe eine Kollektion als Einheit und da wähle ich ein Einzelnes als Selektion raus. Beides im Lateinischen ist eigentlich eine Auswahl. Okay, jetzt haben wir diese zwei Bilder, haben wir ja schon gesprochen, ein Bild ist ein Bild. Und jetzt ist natürlich interessant, jetzt mache ich einen raumzeitlichen Hintergrund, habe ich aus der Zeitung heraus, man plappert ja bloß nach, dass die zwei Bilder zwar von dem Datum her, das war die Vereidigung von Obama, das war die vom Trump, die Schwierigkeit ist aber, dass beim Trump seiner Vereidigung geregnet hat, denken wir uns jetzt alles aus, habe ich aus das Buch heraus, aus der Zeitung heraus. Wenn du die Seiten in der Zeitung nicht liest, dann weißt du das natürlich nicht. Wenn du bloß die Scheiße rezitierst, die du in den Nachrichten hörst, wo die Masse verkonsumiert, frisst Scheiße, Millionen von Fliegen können sich nicht an. Es ist aber auch kein Unterschied, wenn du dich nur fokussierst, Schall und Rauch und die ganzen Verschwörungstheoretiker, weil es ist relativ gleichgültig, ob du das geistlos rezitierst und in deinen Kopf verwirklichst oder das geistlos rezitierst und in deinen Kopf verwirklichst. Du blabberst nach, du bist ein Äffchen. Trockennasenaffe bei eigener Definition. Okay, diese zwei Bilder. Jetzt wurde nachgeforscht. Und dann stellt sich raus, jetzt machen wir wieder normal raumzeitig nachgeplappert. Das ist zwar beim Trump bei der Vereidigung aufgenommen worden, bloß in der Früh um 9 Uhr hat es geregnet, da war fast noch keiner dort. Jetzt ist aber auch ein anderes Bild, wo von der anderen Seite, von hinten, wo du den Trump bei der Vereidigung siehst, wo auf der Bühne, unmittelbar hinter der Bühne fotografiert wird und jetzt hast du diesen Platz, wo vorne der Trump fotografiert wird, von der Seite und es ist brechend voll. Darum sagt Trump, das sind alternative Fakten, was die offizielle Presse verbreitet, die Bilder. Aber auch hier ist wieder der Fehler,
Du bist ein träumender Geist und was in dir auftaucht, entsteht in dem Moment, wo du es träumst. Und sobald du an was anderes denkst, fällt es wieder zusammen. Du bestehst aus ständig wechselnden Bildern in einem Traum. Es kommt aus dir, aus dieser Einheit in dir. Du bist immer, spritzt raus, fällt wieder rein und verändert sich laufend. Gut? Also ihr merkt schon, mit Holofeeling fällt das Gartenhaus zusammen. Ein alter Spruch von mir ist, diese Naturwissenschaft, die Newton'sche Physik bis hin zur Quantenmechanik, ist ein riesengroßes arithmetisches Kartenhaus. Total berechenbar, alles wird berechnet. Das Problem ist bloß die unteren Karten fällen, weil die unteren Karten sind eine Petitio Principi, eine Grundannahme, ein Axiom, das keiner in Frage stellt. Das setzt man einfach. Jetzt hätte ich ein schönes Ding hier von einem Rubinstein, DDR-Philosoph, Russe. Nach der Wende hat es so schöne Büchchen zu kaufen gegeben, ganz, ganz günstig aus der DDR. Und der beweist als Philosoph den Materialismus. Da rollt ihr euch ab, wenn ihr das liest, weil genau das, wenn du die Worte einfach wirklich richtig nimmst, macht er genau das Gegenteil. Es wird erst einmal gesetzt, da ist ein Gehirn und wenn kein Gehirn da ist, gibt es keinen Geist. Im Anfang war die Materie. Das ist immer ungefähr so, wenn ich sage, ich bin der Architekt in der Matrix. Und wir symbolisieren mein Hochhausbeispiel. Das auf gut Deutsch sagt, das wird aufgebaut und dann wird Richtfest gefeiert. Und in dem Moment, das ist der höchste Stand der Entwicklung, das Gehirn ist so weit entwickelt und jetzt ist der Geist dort, der sich das Ganze ausdenkt. Der muss doch schon da sein, bevor wir anfangen zum Aufbauen. Muss das doch schon konstruiert sein. Doch Trump hat etwas geschafft, das neu ist. Er hat weltweit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nervös gemacht. Viele amerikanische Klimaforscher haben nach der Drohung von Trump, ihre angeblich gefälschten Daten und Ergebnisse löschen zu lassen, ihre bislang streng gehüteten Daten auf europäische Server geladen zur Sicherheit. Unter dem Motto Science, not Silence. Nochmal, Daten sind Glaubenssätze. Es ist Religion, es ist blinder Glaube. Es ist Beschwörungen. Wo jeder Einzelne, den du mir bringst, jeder Physiker, der sagt, es ist bewiesen, schwört an Meinheit. Ich biete nach wie vor an, wenn du Physiker bist, tauch bei mir auf und ich zeige dir, dass auf jeder Seite in euren Büchern Fehler drin sind, bis zum Es geht nicht mehr. Jetzt muss ich da gleich einmal in einen reinspringen. Ich hoffe jetzt, das machen wir kurz Kammerton an, weil das schön passt. Ich habe natürlich, hier geht es dann noch weiter. Da haben wir übrigens den Brahmagupta. Zenon-Beispiel. Ist ja angeblich gelöst. Achill und die Schildkröte. Du gehst in die Schule, dann machen sie jetzt erst einmal Achill und die Schildkröte. Bisschen Allgemeinbildung weiß man das. Der kann die ja nicht überholen, bleibt immer eine Hälfte über. Und jetzt kommt die Lösung. Zenon hat einen riesen Denkfehler. Der hat überhaupt keinen Denkfehler gehabt. Der Materialist hat den Denkfehler. Grenzwert. Du lernst das, weil du nicht selber denkst. Man erzählt dir was und du plapperst es nach. Zeig mir die Weisen deiner Welt, immer mein Lieblingssatz. Bei der Bewegung von einem Photon von Raum und Zeit zu sprechen, ist absoluter Blödsinn, weil für ein Photon eigentlich Raum und Zeit nicht existiert. Komma. Selbstverständlich bewegt sich Licht mit Lichtgeschwindigkeit. Definition von Lichtgeschwindigkeit, 300.000 Kilometer in der Sekunde durch den Raum. 10 Zeiten weiter, wir denken uns einen atomaren Zerfallsprozess, wo 2 Photone in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen. Ich blätter 10 Seiten vor, bei einer Bewegung, bei einem Photon durch Raum und Zeit zu frecken, ist absoluter Blödsinn. Ich frage dich, der Mann hat einen Nobelpreis gekriegt, der hat in die Klapse, der weiß nicht, was er spricht. Gott sei Dank ist es bloß eine Figur in unserem Traum. Es ist ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Stimmt oder stimmt? Rätselfrage. In welcher Hand ist mein Schlüssel? Ich helfe dir ein bisschen. Und jetzt sagst du die Hand. Wie war das nochmal? Der erste erzählt nur Sachen, wo jedes Kind sofort sieht und überprüfen kann. Der zweite erzählt Sachen, die könntest du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Wie willst du überprüfen, ob dein Gehirn existiert, wenn du nicht an das Gehirn denkst? Das ist doch trotzdem da, sonst könnte ich ja nicht denken. Sagt sofort wieder ein Materialist. Wenn du das 20 Jahre wiederholst, merkst du, was das für eine scheiß Logik ist. Vollkommen geistlos nachgeplappert, entmündigt, selbst entmündigt. Nochmal, ich sage dir nicht, was du glauben sollst. Du wirst von mir nie hören, was du glauben sollst. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Mach was draus oder lass es. Kein Einfluss. Freiheit. Befreiung der Individualität. Wir sind mal, haben wir 16. Können wir vergessen, sonst kommen wir nicht weiter. Mache ich gleich weg. Echte Bilder.
echte Bilder, das sind echte Bilder, was du jetzt siehst. Wo die herkommen, ist deine Interpretation. Ob die am Computer gemacht wurden oder ob das da aus einer gefilmt hat, das ist so, wie du glaubst, dass es ist. Das heißt, du hast einen Reizauslöser und eine Interpretation. 99,9%, was du Geist in deinem Kopf zurzeit siehst, sind deine Interpretationen. Reduzier dich auf das, was jetzt da ist. Die Mayas wussten davon. Die Bibel. Das ist das Ende der Welt, meine Freunde. Nochmal, Welt hast aufgespanntes Brandopfer. Augenblick für Augenblick. B-Randopfer, das ist VLD. Welt, haben wir gerade angeschaut. Mit der Vordersprache, mit Matrixcode. Der Yellowstone wurde zum größten Vulkan der Welt. Daddy, was war das? Nicht umdrehen, sieh mich an. Sehe ich ängstlich aus? Das ist mittlerweile hier vom Filmtechnik. Wenn hier 9-11 anschaut, ja, aber das haben doch weltweit die Menschen an dem Fernseher gesehen. Ja, ein Fernseher gesehen, das sind Pixel, wo du siehst. Ja, aber da sind doch welche in New York gewesen, da waren doch tausende von Menschen. Ich kann mich noch erinnern bei meiner Inge Michael, das ist ein Amerikaner, also der ist seit über 25 Jahren in Amerika. Ich grüße dich, Michael. Es ist definitiv so, wie die ersten Gespräche waren, dann kommt diese logische Antwort. Ja, aber wenn ich doch jetzt nach New York fliege, dann sind die Türme doch nicht mehr da. So, ich stimme, das wird genauso sein, wie dein Programm das in dir aufbaut. Die Ursache ist dein Glaube, dass sie nicht mehr da sind. Ein anderer, der jetzt das nicht wüsste, in seiner kompletten Raumwelt, ohne irgendwas, der wird hinfliegen, in den Sandraum sind die Türme noch da. Es kann auch sein, dass du jetzt in deinem Leben auf Seite 20 bist und dann sind die Türme noch da, wenn du das hörst. Auf der Seite 50, wenn du das hörst, wohlgemerkt, du hörst es jetzt. Es kann sein, dass du jetzt eine Rolle spielst, in der du 50 bist. Es kann sein, dass du eine Rolle spielst, wo du bloß 18 bist. Und jetzt schieben wir das genau in ein Zeitfenster in dem Buch, datumsmäßig hin und her. Und dann wirst du feststellen, dass dieselbe Aussage, die du jetzt hörst, von was redet er eigentlich? Das ist doch Fantasie, das ist dann das Passierte erst. Dann mache ich wieder Prophezeiung wie bei den Simpsons. Die Wirklichkeit, du musst weg von der Zeit. Was hier nicht angreift, ist das raumzeitliche materielle Weltbild. Weiter, ich muss jetzt schnell machen, wir wollen doch unseren Jupiter noch machen. Um 17 Uhr müssen wir raus. Okay, jetzt pass auf. Jetzt, echte Bilder. Jetzt machen wir ein wenig krasser. Sind es Menschen? Wenn du an was verkaufen willst, halt ihnen einfach irgendwie die Illusion von blutenden Kindern hin oder irgendein Todeskindern am Strand, definitiv immer nur ein Fetzen Papier. Wenn du das beschwörst, dass das da außen gelaufen ist, schwörst du an Meinheit und jeder, der ab jetzt eine Meinheit schmiert, den schmeiße ich immer wieder zurück in diese Hölle, dass du normale Welt denkst, wo du ums Überleben von etwas kämpfst, was schon weg ist, wenn du nicht mehr dran denkst. Ich meine deinen Körper. Kann man wieder schauen, schau in dich rein, ob es dich berührt. Mache ich das jetzt als Zeichentrick irgendetwas? Halte ich an? Das ist der Test. Das sind flackernde Lämpchen. Mache ich Zeichentrickfiguren draus? Immer wieder dasselbe Spiel. Jetzt müsst ihr aufpassen. Das hier, GDA. DA. Die erscheinende Schöpfung. Ist ein Wachraum, ein Wachzimmer, eine Zelle. ZL heißt übrigens Schatten, Le heißt auseinandergeschmissen. Eine Nische, eine Loge in einem Kloster, wo du dich einsperrst in deinem kleinen Zimmerchen. Das ist GDA, das ist ein Computerspiel. Aber wenn du älteres, und jetzt passt da mal genau auf. Jetzt mache ich einen japanischen Film über den Megatsunami. Das ist ein Kinofilm, ein japanischer. Ma. Schaut den Hintergrund an. Fällt euch was auf? Das sind Computer an, die Wellen sind dieselben. Wenn ich es genau erwische, habt ihr komplett dasselbe. Das ist ein Programm, das sind Programme in Programme, die ineinander gestanzt werden. Das ist logisch, das sind keine echten Autos, das sehe ich doch. Glaubst du, dass das echte Autos sind? Das ist bloß besser programmiert. Was du siehst und was ist,
Du siehst deine Interpretationen, das ist simuliert und das ist da außen aufgenommen worden. Das Bild ist echt da außen aufgenommen worden und das hat man am Computer manipuliert. Das ist das ganze Spiel, eine riesen Selbstverarschung. Ihr dreht euch wie ein Hamster in ein Laufrad. Ihr lauft und lauft und lauft und bewegt euch nicht von der Stelle. Stimmt oder stimmt? Ich sage dann immer wieder, und wenn du geldgeil bist, dann sage ich, die Sprossen vor dir, das ist die Karriere leider. Und jetzt denkt ihr euch, dass die Sprossen zwischen den Sprossen Bildern kleben. Und du läufst und läufst und nachher ändern sich die Bilder und dann meinst du, du kommst von der Stelle. Jetzt halte ich eine Kamera vorne rein, verstehst du, in deinen Laufrad, ich halte eine Kamera rein und das sind die Einzelbilder und du läufst und läufst und jetzt hast du das Bild und du meinst, du fährst. Deswegen sind die Bilder da, wenn du euch drüber übrigens da hamst, jetzt könnte ich SDR, wir haben wieder die Ecke, die Strecke, bla 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 bla. Es ist Kinder, was ich euch sage, ist wirklich Vereinfachung von Vereinfachung von Vereinfachung. Deswegen ist es nicht weniger richtig, wenn ich was ganz einfach erkläre. Ich erspare euch diesen Riesenkomplex, wo ich frage mich nicht, wie lange dran gearbeitet habe. Das hier, mein Überfreund, Thomas Menzinger. Könnte ich jetzt eine raumzeitliche Udo-Geschichte erzählen? So ein dicker Wälzer, 92, 93, Sammelberg, ist ein deutscher Philosoph. Das sind alles hochgradige Materialisten. Da geht es immer los. Bewusstseinsforschung. Ein Philosoph, den ihr ganzes Problem ist, das Gehirn erforschen und nochmal das Gehirn erforschen. Dann kommen solche Sätze, wenn wir jetzt runterfahren. Sie bezweifeln, Frage, dass die Wirklichkeit real ist. Was sie subjektiv erleben, ist nicht die Realität, sondern eine virtuelle Realität von Möglichkeiten. Natürlich existieren physische Körper und eine Außenwelt. Warum natürlich? Ganz einfach, weil die Natur, Konsonante Radix, NDR, okay? Das heißt, loshüpfen, lossprechen, springen, entspringen. Die Natur entspringt den Geist, der träumt, weil das seine Gedankenwellen sind. Das ist jetzt die Radix Natur. Natürlich. Wir haben wieder Tür, unsere Reihe. Wie war das nochmal mit dem Ellinger? Die Kinder vom Zimmermann, die durch, ich öffne dir eine Tür. Ich bin der Türöffner. Ich öffne die Tür, solange ich die offen lasse, ist sie offen. Die ist jetzt offen. Wenn ich sie schließe, ist sie geschlossen. Auf eine lange, lange Zeit. Jetzt klingt es wieder, du hast Angst. Nein, du musst keine Angst haben. Das ist ungefähr so, wenn ich zu einem Baby in der Matrix, in der Gebärmutter sage, zu einem Trockennasenäffchen, wenn du nicht das tust, was ich will, dann lasse ich dich nicht raus. Das tut sowieso, was ich will. Das wäre das, was ich will. Die Freiheit nehme ich mir. Ich bringe dir eine frohe Botschaft. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Nicht das, was die Kirchen machen. Nur drohen, Angst machen, Feindbilder aufbauen, bis zum Es geht nicht mehr. Alle Religionen, durch die Bank, alle im Namen der Christlichkeit. Wie war das nochmal? Liebe deine Feinde, die Feindesliebe über alles. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Was nicht heißt, dass du jeden Arschloch um den Hals fallen musst. Da kommt jetzt wieder so ein eigenartiger Widerspruch. Du gehst, da sitzt einer, bettelt. So Romas oder was, mit dem Bus hergekarrt, kennen wir aus dem Fernsehen. Die sitzen. Dann gehst du, schlechtes Gefühl, wenn du gut Mensch bist. Ich sage, dass denen schlecht geht, dann Gedanken kann es nie schlecht oder gut gehen. Geh einfach weiter, wie schon weg, dann fällt er wieder in sich zusammen. Es ist ja das, was ist. Und jetzt hältst du inne. Das war das Thema, was wir gerade besprochen haben. Jetzt können wir da noch ein bisschen weitermachen. Da gibt es also hier die Deba. Schau. Das ist ja die Arche, die Kiste. Jetzt gibt es ein Wort, das wird genauso ausgesprochen. Wird nur anders geschrieben. Deba, gespiegelte polare Augenblick. Der wird geprägt und dann geht er wieder unter. Auch die Natur, das Versinken. Aber jetzt ist es interessant, das heißt nicht nur prägen, formen und beringen. Das ist jetzt das hebräische Wort für Natur. Verwechselt bitte nicht, was ich gerade gemacht habe. Entschuldigung, wir müssen eins weiter. Das Natron, NTR, Natur aus fokalisiert. Das heißt nicht Natur, sondern lösen, heraus, herunterschütteln, lossprechen, springen, entspringen. Also es springt was hoch, was gar nicht hochspringt. Weil es im selben Moment ja irgendwie nach unten geht, das eine. Und die Natur selber ist dann Deba, aber lassen wir es. Was soll man noch? Bewusstsein,
Jetzt hätte ich da noch Cyberspace-Brille einen schönen Bericht. Das im Fernsehen kommen, aber das kennt er, man muss das selber ausprobieren und machen wir das weg und wir lassen es gut sein, sonst werde ich wirklich, jetzt habe ich so hinausgezögert, jetzt rennt mir wieder die Zeit davon, die es nicht gibt. Wir wollen doch jetzt machen wir Kannibale, hochinteressant, Kammerton A. Zinnflut, Eulersche-Intensität, das wär, da hätte wer da umfallen. Und warum das Ganze? Weil ihr so langsam Denker seid. Darmstädter Laberei, Isopa, das hat kleinen Moment. Da haben wir ihn doch schon, jetzt legen wir los. Schaut, die schaffen wir natürlich jetzt nicht alle aus, ich mache es im Schnelldurchgang. Das ist der Drache und das Kind, den haben wir gleich einmal weg, das kommt eh nochmal, da kommt die Prophezeiung, machen wir weg. Wäre alles wichtig, Astronomie, müsste man wissen, was heißt eigentlich Astru, Astra, Stern. Jetzt kommt diese Offenbarung, das ist jetzt halt so weltlich gesehen, am 23. machen wir auch weg. Das wäre jetzt immer wieder, was passiert da eigentlich? Das ist diese Offenbarung 12,11 und ein großes Zeichen erschien am Himmel, eine Frau mit der Sonne begleitet und der Mond unter den Füßen und auf der Hohne, aber das wollen wir gleich nochmal merken. Das ist jetzt hier, dieser Engel hat nichts mit Esoterik zu tun, das ist ein Astronom, der hier die Konstellationen im September durchgeht, also prinzipiell ist er Astronom, kein Astrologe. Und der hat jetzt hier, was ja eigentlich die wichtigste Konstellation ist. Schaut, das sind so alle Konstellationen, die jetzt überhaupt vorkommen. Und die wichtigste, das schauen wir uns dann genau an. Das hat er ganz hinten. Schauen wir, das hören wir uns ganz kurz an. Sie kommt nicht oft vor und ist somit schon etwas Besonderes. Beben wird es auf jeden Fall. Wie stark entscheidet die Stärke der Sonne? Wie ihr bemerkt habt, habe ich die besondere Konjunktion am 23. September nicht angesprochen. Das hat einen guten Grund. Sie ist rein prophetisch und es geht um die Wiederkehr des Messias. Der Mond, Jupiter, die Sonne, Merkur, Mars, Venus und Regulus stehen in einer Linie. Ein Materialist will davon nichts wissen. Wenn ich ein vernünftiges Gespräch mit einem vernünftigen Menschen führe, muss ich eins vermeiden, vernünftig im materialistischen Sinne. Wenn ich am Anfang des Gesprächs bloß das Wort Gott im Mund nehme, dann hört er nochmal zu, weil dann bin ich schon ein religiöser Spinner. Weil das unseriös ist. In der Welt lebst du zurzeit. Stimmt oder stimmt? Dann bin ich entweder esoterik oder religiöser Mensch und dann bin ich unseriös, weil das ist, die hören nicht einmal mehr zu in ihrer Geistlosigkeit und jetzt kann ich wieder sagen, freigesprochen, ich nehme die Schuld auf mich, meine Gedanken sind so, wie ich sie mir ausdenke. Das heißt also, glaubt mich, ich bin nicht so blöd, dass ich mir einen Dummkopf ausdenke und mir dann als selbst ausgedachter Udo die Mühe mache, den Dummkopf, den ich mir ausdenke, zu erklären, dass er dumm ist. Das, ich denke mir die erst gar nicht aus, das könnte man ja gleich gut denken. Das Spiel funktioniert ganz anders. Beben wird es, doch wegen der Konjunktion Mars-Erde-Neptun und nicht wegen also, des prophetischen Zeichens am Himmel. Das wäre jetzt alles interessant und das ist jetzt der längste. Den wollte ich mit euch ganz anschauen, aber wir können das uns fast, ich fahre rein, den hätte ich jetzt, das wäre jetzt ein Stück, das hätte man komplett durchgeschaut. Das ist übrigens, dieses Video ist ziemlich die Grundlage für das ganze Zeug der Auslösung. Dieses Video habe ich als Ergänzung zu meinem Skript zu der Offenbarung 12 und den 23. September 2017 aufgezeichnet. Am besagten Datum können wir am Sternenhimmel eine einmalige und spezielle Sternenkonstellation beobachten. Ich selber kenne mich mit Sternen, Konstellationen, Planeten dazu. Das wird uns dann helfen, die einzelnen Planeten auch richtig mit dem Namen zu versehen. Wir sehen auf unserem Bild im Moment sehen wir den einzigen relevanten Planeten aus unserem Sonnensystem, das ist der Jupiter. Der Jupiter, der ist ganz speziell, der wird als Königsplanet bezeichnet. Der Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem und er ist das hellste Objekt des Nachthimmels. Der Jupiter ist der Planet, den wir am Himmel sehr schnell erkennen, weil er eben hell ist. Auch schon in der Dämmerung ist das einer der ersten Sterne, die wir beobachten können, der uns auffällt. Spannend ist noch zu sagen zum Jupiter. Der Jupiter hat als einer der wenigen Planeten den Namen behalten können. Die Menschen haben diverse Planeten umbenannt.
sehr oft mit Namen von falschen Göttern in den jeweiligen Kulturen. Und der Jupiter konnte seinen Namen als Königsstern behalten. Wie war das mit J-U-B? Ida, Bida, der Vater, den Upanishaden, das ganze UB-Zeug, wo ich seit allen Ewigkeiten der hier und jetzt ausgedachten Menschheitsgeschichte, ist das das Symbol für das Allerhöchste. Ab, selbst in der engelischen Sprache. Und er jetzt erklärt jetzt hier, zeigt es schön, er animiert es. Aber was wir jetzt machen, wir schauen... Jeweils in einem Sternbild eine gewisse Zeit verweilt und sich dort auf und ab bewegt, bis er dann... Auf und ab. ...das nächste Sternzeichen weiter wandert. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass der Jupiter eben Gottes Stern ist, finde ich das ein ganz schönes Bild. Gott ist mit uns, er ist mit dabei, er verweilt mit uns in der aktuellen Situation und wechselt mit uns dann auch, wenn die Zeiten sich ändern. Wir sind im Moment Mitte Jahr 2015, ich scrolle hier einfach mal weiter, es kommt noch die Venus dazu, der Jupiter hat in der Zwischenzeit das letzte Sternenbild verlassen und reist nun weiter in den Bereich des Löwen. In der Zwischenzeit. Ich tue gleich vorneweg sagen, wir schauen uns das dann im Original an, das Programm, wenn wir jetzt dann mal aufrufen, das wird nie einer sehen, weil das Sternzeichen, die Sterne bewegen sich ja. Und das Gegen, das heißt, es wird jetzt ein Hintergrund eingefroren, das kann man alles einstellen. Zeit taucht auch die Sonne mal auf, den Merkur ist zu sehen, der Mars, die Venus. Aber das schauen wir uns dann später detailliert an. Wir beobachten weiterhin den Jupiter, immer hier unten schauen, das sind jetzt die Tage im Moment jetzt. Sich hin und her bewegt im Sternbild des Löwen. In den Bereich des Sternbildes Jungfrau. Jetzt kommt der Jupiter, jetzt geht er in die Jungfrau. Im Sternbild der Jungfrau kommt 2016 der Jupiter im November in den Bauchbereich der Jungfrau. Und das ist jetzt bereits ein wichtiger Bereich, der November 2016, in dem Fall, wo der Jupiter in den Bauchbereich der Jungfrau eintritt. Scrolle hier einfach mal weiter. Auch hier sehen wir, der Jupiter bewegt sich jetzt im Bauchbereich der Jungfrau, wird das auch in anderen Sternzeichen gemacht, raus. Nach unten und kehrt jetzt wieder zurück und fährt wieder nach das oben. Das ist mein Jan im Kopf, hat er rausgesteckt und dann habe ich ihn wieder reingeschoben. Ich da du musst die 9 Monate abwarten. Dazu und scrolle direkt durch, bis wir beim besagten Datum, nämlich beim 23. September 2017. So, und das werde ich jetzt wieder lesen. Das schauen wir uns jetzt im Original an. Staubkorn. Steht. Naja, das kann man alles wegmachen. Wir haben die Zeit. Shalom zusammen und herzlich willkommen. Wir haben doch keine Zeit, ist wieder der MCN-Endzeit-Reporter. So, das ist jetzt aktuell. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wie das Programm funktioniert. In Wirklichkeit, ich mache zuerst einmal, was ihr seht, das ist sehr perspektivisch. Wir sind jetzt auf einer Wiese und jetzt merkst du hier schon das in... Das machen wir aus. Das ist jetzt auf einer Wiese, das ist Westen. Wenn ich jetzt das so mache, das ist Westen. Die Sonne, wenn wir nach Westen schauen... Ist hier. Das wäre jetzt genau, wenn wir hier rausschauen. Und jetzt können wir, wenn wir uns einen Umblick machen, ich werde gleich merken, wo das Problem ist. Das ist Osten hier, das sind die Zeiten. Den Saturn haben wir hier, Süden, Sonne. Wir können jetzt da ein bisschen weggehen und jetzt kommt zwangläufig, kommen sphärische Verbiegungen. Das ist nämlich durch das zweidimensionale Bild. Ich kann ja nicht nach Süden, Westen und Norden gleichzeitig schauen. Ihr merkt, das verschiebt sich jetzt irgendwie. Könnt ihr euch vorstellen? Aber was noch viel schlimmer wird, wenn ich jetzt nach oben schaue, sieht es ja so aus. Und wenn ich nach unten schaue,
Man kann andere Sachen einstellen, weil jetzt schaue ich direkt in den Boden. Jetzt pass auf, jetzt mache ich eine kleine Hilfe für euch. Wir machen mal hier, wir zoomen uns rein, dass hier nur der Osten ist. Wir schauen jetzt hier in den Osten. Jetzt machen wir so den Blickwinkel eng, dass der nur im Osten ist. Und jetzt tun wir hier Gitternetz einschalten und jetzt sind wir in der Dome. Das Dome heißt, wir haben über uns, jetzt wäre jetzt die Erde eine Scheibe, vergessen mal die Kugel, die Erde wäre eine Scheibe und über uns, wenn ich jetzt nah hinfahre, das ist jetzt eine Mauer, vielleicht kennt einer die Serie The Dome. Und wenn du jetzt nach oben schaust, geht wow, wie eine Kirchenkuppel, seht ihr das? Das wäre praktisch jetzt hier um dich rum, auf einer Wiese stehend, dein Gesichtsfeld ist ja bloß so viel. Und wenn wir uns jetzt umzoomen, ist ja das eigentlich nur ein Strich, das ist das, was du jetzt siehst, das ist dein Gesichtsfeld. Okay? Und wenn du nach oben schaust, sieht es so aus. Und wenn du nach unten schaust, sieht es so aus. Jetzt, wenn ich natürlich mich erhebe über die Erde, dann sehe ich irgendwann einmal die Erdkugel und was drumherum. Seid ihr dabei? Wenn ich wieder reinfahre, was ich jetzt gleich vorne wegnehme, was wichtig ist, was unheimlich wichtig ist, alle Konstellationen, die ich einstelle, ich habe das Programm eingeschaltet und solange ich das Programm nicht einschalte, ist es ein Kontinuum. Ich muss jetzt in dem Programm, was ich jetzt mit dem Blickwinkel mache, im Hintergrund von dem Programm ist eine Grundrechenstruktur, ein Eindox-Fliegenrechner nenne ich das, schaut einfach nach, dann werdet ihr das wissen, genau dieselbe Logik ist in einem Astrologieprogramm, das ist ja ein Astronomieprogramm. Das heißt, ich muss, um meine Geburtsradix festzustellen, muss ich einen Geburtsort eingeben. Das ist Längen- und Breitengrad. Von euch aus gesehen, wenn ihr jetzt von vorne drauf schaut und ich sage jetzt, das ist 0, 0, dann ist das hier, man muss umdenken, das ist Westen und das ist Osten, das ist Norden. Und zwar geht es, wenn ich nach oben gehe, das sind 90 Grad Nord und das sind 90 Grad Süd. Wir sind jetzt ziemlich genau, mein heiliger Stuhl, wo ich gesagt habe, 11.49, Entschuldigung, circa. Der Witz ist, wenn ich zwei Angaben mache, bin ich immer noch hier. Auf der Sphäre der Erdkugel bin ich erst, wenn ich dann nach außen gehe. Die zwei Angaben nehmen nur eine Richtung an. Das ist das, was ist. Wir sind jetzt hier und wir gehen jetzt, wenn ich dort drehe, verändere ich nur die Blickrichtung. Ich bin aber immer noch in der Mitte. Und jetzt ist es, dass in der Astronomie wird, weil die Erde ja ein Nichts ist, wird der Mittelpunkt der Erde gesetzt, von dem aus geben wir aus, wenn ich Blickrichtungen mache. Gut? Und jetzt ist im Osten, ist es, wenn wir jetzt die Uhr, jetzt müssen wir durch die Uhr einschalten. Okay, wenn wir jetzt die Uhr, wir haben jetzt den aktuellen Zeitpunkt, Datum 13.09.2017. Und jetzt wollen wir hier mal ganz leicht das Event laufen lassen, das sind die Stunden, die Minuten, die Sekunden. Lassen wir hier mal die Stunden wenn laufen. Jetzt wird es natürlich finster, 19.49 Uhr, siehst du das? Ah, ich kann mal automatisch machen. Da ist die Uhrzeit, wenn ihr die sehen wollt. Da ist die Uhrzeit hier. So, wir schauen da mal nach oben. Seht ihr das? Übrigens könnte ich jetzt noch viel mehr Sterne dazuschalten. Das ist das, was du siehst, wenn du nach Osten schaust. Mal da, wenn schneller, 2 Uhr, 3 Uhr, dass wir Zeit sparen. Und jetzt kommt die Sonne wieder hier, 6 Uhr etwas. Verstanden? Jetzt natürlich ist es so, Moment, dass hier ich jetzt einen Trick mache. Wir haben jetzt, das ist das, was du siehst in deinem Traum, weil deine Logik dir das vorschreibt. Jetzt tun wir das einmal wegmachen. Wir machen zuerst einmal den Tag weg, weil die Sterne, wir wissen ja, die Sterne sind ja trotzdem da. Das sind ja jetzt, schau, zeig mir die Sterne. Ich sage, die materialistische Logik ist so geschickt, das Programm, wo ich gemacht habe, der Fehler ist so geschickt, dass du dir sogar permanent erklärst, wenn du was nicht siehst, warum du das nicht siehst. Es ist aber trotzdem da. Die Atome zum Beispiel, die aus Elektronen und Positronen und Quarks bestehen, die sind ja so unvorstellbar, die DNA, die menschliche DNA ist so unvorstellbar klein, dass man die nicht einmal in ein Elektronenrastermikroskop sieht. Aber dann wird dir genau erklärt, wie die aufgebaut ist, wie sie funktioniert. Und das haben wir in den letzten Vorträgen, habe ich das gesagt. Ein DNA-Strang hat die Speicherkapazität von 200 Telefonbüchern aus 1000 Seiten.
wissenschaftliche Sache. Und man ist jetzt in der Lage, ganz neu, dass man hier aus diesen 200 Telefonbüchern nach 1000 Seiten 200 Buchstaben verändert, die dafür verantwortlich sind, dass bei den Kühen keine Hörner mehr wachsen. Das kann man mittlerweile schon machen, ist auch Respekt. Wobei der Strang selber so unvorstellbar klein ist, dass man nicht einmal nur ein Elektronenrastermikroskop sieht. Das sind Wahnsinnige, die leben, die sehen des Kaisers neuen Kleidern und für das, was du glaubst, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das ist ja der Grund, dass du sterben wirst. Außer du veränderst vorher deinen Glauben. Das heißt, dass du irgendwann einmal begreifst, dass du nicht geboren wurdest. In dem Moment, wo du begreifst, dass du niemals in der Vergangenheit geboren wurdest, kannst du in der Zukunft nicht sterben. Du musst nur verstehen, dass in der Vergangenheit überhaupt nichts war. Dass immer bloß das existiert, was jetzt in dir auftaucht. Du bist ein träumender Geist und du bist ewig. Wann hast du zum Denken angefangen? Jetzt denkst du dir was aus. Aber du verwechselst dich in dem schon mit irgendeinem Jahr, wie ich 3 oder 4 war, wie ich 3 oder 4 war. Bist du erst 3 oder 4 Jahre alt? Ja, damals war ich ja noch nicht älter. Merkt ihr die Sprache? Der Witz ist in der Grammatik. Ich lasse jetzt erst einmal im Deutschen die Grammatik vollkommen weg. Wir schauen uns nur die Worte an, weil die Grammatik erzeugt das Gefühl von Vergangenheit und Zukunft. Ich spreche jetzt zu dir. Ich habe vorige Woche zu dir gesprochen, hier und jetzt ausgedacht. Das denke ich jetzt, dass ich gesprochen habe. Wie ich zu dir, jetzt wird die Aufnahme gemacht und jetzt schaust du dir das an. Gut, jetzt pass auf, wie sind wir in der Zeit? Ganz kurz, ich kann jetzt das hier wegmachen. Das heißt, ich habe jetzt absichtlich, obwohl es noch hell ist, das dunkel gemacht. Ich kann den Boden wegmachen. Und jetzt haben wir das so. Jetzt lassen wir das nochmal laufen. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Stand eingeschalten. Ich bin Gott. So. Ich verändere die Geschwindigkeit. Der Ursprung davon ist ein komplett statisches Kontinuum. Jetzt siehst du, wie die Sterne hier sich bewegen. Ich kann mich dann jetzt hinzoomen. Siehst du das? Ich kann übrigens noch unendlich mehr Sterne einstellen. Das ist überhaupt kein Problem nicht. Ich brauche bloß die absolute Größe verändern, dass wir die kleiner machen, dann werden das immer mehr. Siehst du? Was jetzt hier interessant ist, glaubst du, jetzt genau aufpassen, halt, ich muss sie weiterlaufen lassen. Zu schnell. Glaubst du, dass diese Lichter sich jetzt von hier nach hier bewegen? Da bewegt sich nicht auch nur 1 Millimeter von der Stelle. Wenn jetzt das ein Monitor ist, das sind statische Lichter, das sind andere Lichter. Wenn hier eine Lampe brennt, ist eine andere wie hier. Was wir jetzt als Projektion haben, ist in unserem Display. Das ist wie auf dem Monitor bloß gespiegelt. Stimmt oder stimmt? Wer sagt dir nicht, dass das, wenn du rausschaust in deiner Cyberspace-Brille, dass das nicht genauso ist? Jetzt wird es interessant, ich will dir damit sagen, es gibt da außen keine analoge Welt. Du bist ein Computer als Geist, du bist, ich nenne es ein Indivisionalbewusstsein. Eine Division, DI heißt die Öffnung deines Intellekts, erzeugt in deinem Kopf eine Vision. Das macht der Mech-Chef, dein Computer, dein sind Symbole jetzt. Das steuert hier die Zäpfchen, Stäbchen und das Zeug auf der Retina und von innen, das sind die Lämpchen auf der Cyberspace-Brille. Und dann schaust du nur, boah, wie sie, was schon, so. Oh, und die daneben stehen, die wach sind, die nicht in dieser Illusion in dem Kopf drinstecken, die sagen, schau mal, was hat der eigentlich Angst? Wo willst du hinfallen? Es gibt kein Analog. Max Planck hat angeblich erkannt, dass Licht nur als ganzzahlige gequantelt auftrifft. Ganz nebenbei, wenn wir Max Planck hebraisieren, M-Ax, das X ist ein Chat, heißt es vom Bruder, und Planck beginnt mit Bella, das heißt Wunder, das sind von deinem Bruder stammen deine Wunder, die du erwächst in dir selber. Jetzt, wenn ich natürlich das Hebräisch nicht habe, habe ich Fragezeichen, aber mittlerweile sind schon viele Funken, die das sofort nicht anders verstehen. Stimmt oder stimmt? So, jetzt pass auf, jetzt suchen wir den Jupiter her. Das heißt, wir fokussieren uns auf den Jupiter. Ja, analog. Nein, mach mal die Jungfrau. Das heißt, ich tue jetzt ganz gezielt. Jetzt tue ich hier automatisch das Bild bringen, indem er jetzt diese Blickrichtung einstellt. Wir lassen nochmal alles andere weg. Ah.
Hey, sehen wir ihn schon, ist er mittendrin? Nee, der ist nicht mehr. Schau, das ist jetzt trügerisch. Ich habe jetzt hier, machen wir den da noch drüber. Die muss ich jetzt einschalten. Ich mache mal bloß die Wesentlichen hier drumherum. Okay. So, die rein. Jetzt machen wir das Bild ein bisschen kleiner. Das wäre jetzt, dass wir in die Richtung schauen, wenn du jetzt bitte, jetzt könnte ich natürlich wieder sagen, ich mache jetzt hier jetzt erst einmal, schaut, wir sehen das gar nicht, weil wir müssen durch die Erde durchschauen, aber da wir symbolisch im Mittelpunkt sind, funktioniert das. Da muss ich natürlich, wenn ich jetzt die Atmosphäre mache, sieht man es auch fast nicht. Und jetzt lassen wir das einmal laufen, das ist jetzt das, was zur Zeit ist. Wenn du in diese Richtung schaust, sieht es so aus. Um das abzustellen, können wir einen kleinen Trick machen. Wir folgen dem einfach, indem wir ein Periskop nehmen und halten, frieren die ein. Siehst du, jetzt haben wir schon das. Jetzt halte ich das nochmal an. Das heißt, ich muss mich da schon verbiegen. Das ist ausgedacht. Ich denke mir andere Perspektiven aus. So. Und jetzt denk, du stehst in einer Küche und jetzt dreh dich rum, schau den Kühlschrank an, dreh dich rum und schau, was für ein Bild in dir auftaucht. Ich kann nur mit Worten, ich setze dich in Bewegung, kennt jeder das Spiel und jetzt geh ins Schlafzimmer, geh in die Küche, zieh die Besteckschublade raus, geh in deine Garage, schließ das Auto auf und mach das, was ich dir sag. Und du wirst feststellen, es ändert sich die Bilder in deinem Kopf, wenn du da sitzt und die Augen geschlossen hast. Und jedes Wort, das ich spreche, erzeugt neue Bilder. Das ist die Programmstruktur im Hintergrund. Ich setze dich in Bewegung. Wenn das Ganze in einer Lüge passiert, in einem Flugzeug, nennt man das Fasten Seatbelt. Fasten heißt festzurren, aber das Wort Fast hast auch schnell. Wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, bewegst du dich nämlich gar nicht. Und wir Geist haben uns zur Angewohnheit gemacht, dass wir bloß mit Lichtgeschwindigkeit denken. Drum ist alles hier und jetzt. Jetzt, wenn man da nochmal 2-3 Tage hätte, würde ich euch aber richtig leidenhaft die Einstein-Formel nochmal erklären. Wo ich sage, die Formel beweist eigentlich, dass alles in deinem Kopf ist. Aber jetzt schauen wir, was trügerisch ist, ist als erstes jetzt erst einmal, wir machen jetzt hier die Uhrzeit und wir fahren jetzt einmal die letzten Tage. Wir fahren hier bloß ein bisschen zurück. So, dann machen wir mal das Gitter weg, das brauchen wir nicht. Jetzt habe ich natürlich viele Sterne eingeschalten. Ja, das ist zu wenig. Ja? Ein paar brauchen wir schon. Euch sollte auffallen, dass ich über göttliche Macht verfüge. Weil ich einfach meine Programme so einstellen, wie ich die haben will. Gut? So, jetzt was jetzt hier nicht ganz stimmt, das ist zur Hilfe. Die Stand, das Zeug ist ja da oben nicht am Himmel. Das heißt, wir schalten jetzt nochmal die Männchen aus. Das ist das Standzeichen Jungfrau. Die übrigens, wir wissen das, eigentlich als Standzeichen nicht Jungfrau benannt wird, sondern wie ist das Standzeichen, Jan, für? Virgo. Jetzt, wenn wir reingehen, Virgo ist das einmal der Mann, für heißt Mann. Jetzt würde ich gerne ins Lateinische gehen und nochmal schauen, wie aus dem Wirr dann die Virgo die Jungfrau wird. Und du wirst jetzt feststellen, dass in dem Wort Jungfrau eigentlich schon Junge und Frau da steht. Ich kann jetzt junge Frau lesen. Aber ein Junge ist ein unreifer Mann und unreifer ist er, weil er bloß noch Frau U wird, unser Fragebogen, weil er noch in einer Welt von einem Fragebogen lebt. Ich weiß, das klingt jetzt sehr verwirrend, aber lese einfach die Jungfrau, weil Fürr heißt im Lateinischen Mann. Und eine junge Frau, da steht ein Junge und eine Frau, das ist ein Adam, das ist männlich und weiblich. Und wenn ich jetzt der Mann, wenn noch sehr viel in der Welt der Frau lebt, und jetzt habe ich doch diese, ich habe einen Fragebogen, ne, Marion? Frau heißt wild. Wild heißt wieder ein doppelt aufgespanntes Kind. Das ist dein Gesichtsfeld. Jetzt ist, wirst du merken, die Sprache und die Physik, das schmilzt immer mehr mit Holofeeling zusammen, weil das ein Computerprogramm ist. Das ist jetzt nicht mehr irgendeine esoterische Spinnerei. Die Schwierigkeit ist, es widerlegt all das, was man die letzten 2000 Jahre geglaubt hat, ausgedachterweise. Es ist ein vollkommen neues Weltbild. Das ist wie der Sprung vom Taschenrechner zu einem Hochleistungscomputer. Und da die Zukunft ja jetzt schon fertig ist, darum habe ich am Anfang des Vortrags gesagt, ich komme nicht aus der Vergangenheit, sondern aus eurer Zukunft. Der Jesus, der aus der Vergangenheit kommt, ist eine materialistische Illusion.
Alles, was materialistisch logisch ist, ob man es glaubt oder nicht, ist in Wirklichkeit genau gespiegelt zu sehen, geistreich. Wobei das natürlich immer jetzt ist. Jetzt pass auf, jetzt stell dir das vor, die liegt jetzt auf dem Rücken, das sind die zwei Beine, das ist die Gebärmutter. Das sind die zwei Arme. Ich hatte keinen Kopf. Wir sind jetzt hier am 3., am 4., am 5., am 6., am 7., am 8., am 9., am 10., am 11., am 12., am 13. Wir machen mal weiter bis zum 23. Jetzt kommt hier dieses Problem, jetzt kommt der Mond runter, 21., 22., 23., 24., Entschuldigung, eins bin ich zu weit. Das ist jetzt genau diese Konstellation, die in der Johannes-Offenbarung beschrieben wird. Da ist aber schon außen, der wird nicht geboren, der wird am 11. und am 12. geboren. Das ist nämlich hier, Entschuldigung, am 12. und am 13., weil nämlich die 12, 1, 2, das hebräische Wort wissen wir, das ist der Vater, das ist der Jupiter, der Königsgott. Und Jod wirft zuerst das noch sagen, ich bin du. Das ist nämlich Jan, ist ja der göttliche Schöpfer, ein göttlicher Schöpfer sein. Sind nicht wir Jan? Sind nicht wir der Jakob? Jetzt haben wir diese Geschichte mit Esau. Jan heißt übrigens voller Spuren sein. Der Jakob dann. Biblische Geschichten, es wiederholt sich alles bis zum Erbrechen. Es sind symbolische Bilder und diese Tora ist ein Computerprogramm. Wenn wir den Bibelcode jetzt anschauen, wo ich euch nur angesprochen habe mit den Namen, euch wird es schwindelig. Es zieht euch den Boden unter den Füßen weg. Und was vor allem ganz wichtig ist, es ist was ganz was Intimes. Sobald du versuchst, es der Masse der Menschen um dich herum zu erklären, weil du deine Freude mitteilen willst, dann fängst du zum Spinnen an. Dann kommen in die Klapse, ne Helmut? Halte den Mund, es ist nur für dich. Ich kann nur den Geist wach machen, der mir jetzt zuhört, egal wer du zu sein glaubst. 17.02 Uhr. Ich würde noch so unendlich viel mehr erzählen wollen und ich werde es auch machen. Aber jetzt schauen wir mal, wie der darauf reagiert. Bedanke mich für das Selbstgespräch. Ne, Helga, bist du zufrieden mit mir? Helga, bist du zufrieden mit mir? Ich habe 2 Minuten überzogen, es tut mir leid. Aber ich habe ein wenig Dampf gemacht am Schluss. Oh, könnt ihr nochmal laut machen? Musik laut machen? Schön laut machen. Der kleine Mann in meinem Ohr redet unermüdlich auf mich ein. Ich hab ihn aus dem Kopf verbannt. Ist mir egal, ob du mein Eis zerstörst. Ich will in deiner Hand zergehen. Ist mir egal, ich will mit Haut und Haaren untergehen. So, das war die Abschlussworte. Tschüss.